Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die My Little Box ist heute eingetroffen. Das ist diese hier. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und weil es eine Kooperationsbox ist, die mir kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, darf ich tatsächlich in diesem Video auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Weil es irgendwie in Frankreich, denn es ist eine französische Beautybox, so eine wie auch immer Regel gibt, keine Ahnung, dass da irgendwie ganz lange Ferien sind, hat sich die My Little Box dieses Mal überlegt, und ich glaube, das machen die auch, glaube ich, jedes Jahr, dass die Juli- und die August-Ausgabe in einer Box zusammenfassen. Es soll aber die doppelte Anzahl an Produkten geben und dementsprechend dann ja auch werttechnisch alles etwas höher sein. Also von daher gucken wir einfach mal, was die Box dann diesen Monat zu bieten hat. Sie ist größer. Also der Karton war auch ein bisschen größer. Und wir haben hier auch ein größeres Täschchen. Ne? Also das ist größer. Und jetzt gucken wir einfach mal rein, was sich darin verbirgt. Also wie gesagt, das ist eine Tasche. Die finde ich schon mal ganz praktisch. Die könnte man theoretisch als Beauty Case verwenden, wenn man verreist oder so. Und dann mache ich jetzt einfach mal das Ding auf. Und habe dann hier wirklich, das finde ich super praktisch, ne? So auch Unterteilungen. Und hier steht auch etwas mehr drin. Ich gucke mal, dass ich euch nur das Gute rauskramen kann davon, was alle soweit interessieren könnte. Unsere Schlafmaske für Tagträumer und Nachtschwärmer. Das heißt, da ist wohl eine Schlafmaske auch mit drin. Okay, bin ich gespannt. Liebe Abonnentin, der Sommer ist die Jahreszeit der Träume. Von geheimen Wünschen und kühnen Plänen, von Abenteuern im eigenen Garten und Fernweh. Auch wenn dieser Sommer ein bisschen anders wird, so feiert My Little Box die schönsten Tage des Jahres mit unserem ersten Vanity Dilleté, co-kreiert und koloriert in Zusammenarbeit mit Lancel. Lancel sagt mir ehrlich gesagt nichts. Der legendäre Taschenhersteller aus Frankreich, Entschuldigung, dass ich es nicht kannte, hat unserem Schminkkoffer mit seinem Savoir-faire die farbenfrohe Note hinzugefügt. Mhm. Innen drin warten kleine Überraschungen und Kosmetik auf dich, die auch ohne mehr die Wellen höher schlagen lassen. Welche Abenteuer ihr wohl erleben werdet? Der Schminkkoffer von My Little Box X Lancel ist wie du, verwegen, frei und hat es faustdick hinter den Ohren. Ja, da bin ich mal gespannt, ne? Da hast du dann so ein bisschen noch Informationen drin in diesem Heftchen. Das finde ich doch schon mal ganz interessant. So, dann nehme ich doch mal das oberste hier oben raus und schau, was da drin ist. Das ist schon mal auch ein weiteres Täschchen, das finde ich auch ganz nett. Den Wert hier zu taxieren, das ist immer schwierig. Wow, das ist mal prall gefüllt, Leute. Hier haben wir ganz viele Beauty-Produkte drin. Krass. Es startet mit Velvet Stripes Eyeshadow 02 Velvet Grey. Okay, wenn das ein Monolidschatten ist, dann ist mir das... Ich mag nicht so gerne Monolidschatten. Bin ehrlich. Oh, von Barbour. Sehr schön. Barbour ist eine krasse Marke, Leute. Das ist... ein krasses Produkt. Okay, grauer Lidschatten ist aber ehrlich gesagt nicht ganz so meine Welt. Es ist so ein schönes Glasfläschchen. Das ist hier mit einem Ding zugemacht. Ich mache das mal vorsichtig. Wenn ich es jetzt aufmache, ne, kann ich das schlecht verlosen. Oh, okay, das ist so ein magnetischer. Sowas ist tatsächlich überhaupt nichts für mich. Ja, ich zeige das trotzdem mal. Ihr wollt es ja sehen. Der wird aber demnächst mal verlost werden, da bin ich ehrlich. Weil ich verwende sowas nicht. Sowas gibt es auch von Love, von LOV. Auch in sehr, sehr ähnlichen Pöttchen. Ich kann damit einfach nicht umgehen. Habe ich schon öfters mal gehabt. Aber wie gesagt, ne, wird demnächst mal verlost. Ich kann es so für mich nicht gebrauchen. Ach du, meine Güte. Ich habe letztens mein Fullface-Klinik abgedreht, Leute. Ich verlinke euch das hier oben im i. Hätte ich den hier gehabt, hätte ich mich sehr gefreut. Die Farbe 22 Poppy Pop, Cheek Pop, Blush Pop. Oh, geil. Diese Verpackung ist schon mal richtig heftig. Oh, wow. Den habe ich mir nicht geholt, weil er mir viel zu teuer war. Und dann habe ich mir einen auf eBay ersteigert. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mit meinem Fullface noch ein wenig gewartet. Oh, so eine schöne Blume, diese Prägung, ne? Wunderschön. Wirklich richtig, richtig toll. Und der ist heftig, der knallt. Wow! Ja, ich habe ziemlich intensiv heute auch tatsächlich Blush drauf, aber ich kann ja mal ein bisschen was drüber geben. Die Farbe ist so schön. Ich gehe mal mit dem Pinsel auch so vorsichtig rein. Es ist relativ fest gepresst. Ja, das ist gut. Dann kriegst du kein Overblushing. Das ist gut.
Hey, aber der macht einen richtig schön frisch. Das finde ich toll. Oh, man will diese Blume gar nicht kaputt machen, ne? Ja, aber ich gebe ihn jetzt halt on top von einem sowieso schon intensiven Blush, den ich vorher drauf hatte. Also von daher siehst du da nicht allzu viel von, aber ich mag den. Boah, ist der geil. Ich finde den, also, ne? Highlight-Produkt für mich jetzt schon, weil Clinique und ich, wir sind einfach so. Einseitige Freundschaft, aber immerhin. Gut, dann haben wir hier von My Little Beauty Pretty Drops Serum Peau Parfait. Schönheitstropfen. Iris and Zinc and Vitamin A. Machst du dir einfach auf den. Ah, das ist einfach ein Gesichtsserum. Cool. Und das ist von der My Little Eigenmarke. Finde ich sehr interessant. Denn My Little Beauty bekommst du auf der französischen My Little Box-Seite. Genau, auf der Homepage, ne? Das ist cool. Ja, das ist so ein türkises Serum. Das ist ja schon mal direkt meins. Ja, ich will trotzdem einfach mal dran riechen. Das ist nur 6 Monate haltbar, nachdem man es geöffnet hat. Das hat so einen zarten Duft von Sommer, ganz einfach. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Dieses Iris, ne? Ich weiß gar nicht, was heißt denn Iris? Ist Iris Iris? Ich weiß nicht, aber es riecht sehr schön angenehm und leicht blumig. Das ist sehr, sehr cool. Mensch, das sind schon mal coole Produkte gewesen. Jetzt gucken wir mal weiter. Von Cloran, Menthol, Aquatique, Anti-Pollution. Purifying Mist with Aquatic Mint. 10 Milliliter. Das ist dann wohl ein Gesichtserfrischungsspray, wenn ich das jetzt mal frei interpretieren darf. Spray onto Hair and Scalp. Ach nee, für die Haare. Oh, doch nicht ins Gesicht. In gut belüfteten Räumen verwenden, wahrscheinlich wegen dem Minze, ne? Man soll es nicht einatmen. Und sie fächert sich das einfach zu. Entschuldigung. Das war gerade nicht so schlau, aber ins Ohr. Kann man machen. Ist nicht die beste Idee. Aber es riecht auf jeden Fall wie so ein Erfrischungsdrop, wie so ein Fisherman's Friend quasi. Und das soll die Haare erfrischen. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, ne? Wenn du jetzt so im Sommer trockene Haare hast, was jetzt hier nicht unbedingt der Fall ist, weil es ist einfach sau nass. Genau, aber das finde ich ganz cool. Doch, das kann ich mir auch gut vorstellen zu verwenden. Nett. So, dann haben wir etwas, was aktuell auch sehr passend ist. Mercy Handy Hello Sunshine. Sehr cool. Love and Hand Cream. Das ist das hier. Das ist einfach eine Handcreme von Mercy Handy mit 30 Millilitern. Ja, das finde ich cool. Hat das jetzt vielleicht noch sogar einen Lichtschutzfaktor mit bei? Nee, dann wird es auch draufstehen, ne? Aber das ist dann eine Handcreme für den Sommer. Finde ich klasse. Das ist nett. Okay, was haben wir denn noch hier? Von La Roche-Posay. Die hatte ich schon mal. Die ist toll. Die ist richtig gut. Leute, die ist richtig gut. Boah. Ja, Entschuldigung. Tolle Rain Mascara Multi-Dimensions. Und das ist allergiegetestet und so weiter. Das ist eine Probe von 2 Millilitern. Und die ist echt geil. Die hat so ein Gummibürstchen. Und die ist, ja, boah. Die hat bei mir extrem krasse Wimpern gemacht. Mega geil. Habe ich schon mal aufgebraucht. Riecht sehr intensiv. Also das, ja. Muss man mögen, ne, sag ich mal immer. Aber die ist echt toll. Klasse, dass die mit drin ist. Mensch, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte schon mal. Keine Ahnung, warum ich das heute mache. Dann haben wir noch das Täschchen. Nicht schlecht, Herr Specht. Und das kannst du halt auch wundervoll so dann mit auf Reisen nehmen, dass du das quasi dann auch hier direkt wieder reinmachst, dass es dann nicht so in diesem Beauty Case rumfliegt. Und wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja auch bei den My Little Boxen immer irgendwelche Essentials mit dabei. Vielleicht so Dekoartikel oder so Accessoires oder so. Und hier haben wir so ein Haarband. Ja, kann man sich theoretisch so machen, so im Hippie-Style. Warum mache ich das heute? Ich weiß es auch nicht. Ja. Würde ich jetzt einfach erstmal so lassen, ne? Ja, lassen wir so. meine Meinung dazu, ich finde die so hübsch. Ich finde es auch hübsch, wenn ich es so in der Kamera trage. Aber ich würde es tatsächlich nicht unbedingt tragen, wenn ich rausgehe, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht warum, weil eigentlich passt das auch, ne? Das sieht wirklich hippiemäßig aus. Jetzt mit den langen Haaren so offen und dann vielleicht noch so nach vorne. Hat auch ein bisschen was Indianisches fast schon. Kann das wohl? Weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie ganz witzig. So, jetzt höre ich nichts mehr. Auch gut. Ja. Aber es ist halt nicht so mein Style, wie ich halt nun mal so rausgehe. Vor allem, weil das hier wahrscheinlich dann auch, wenn ich das so tragen würde, wie es eigentlich ganz gut aussieht, wenn ich Make-up tragen würde, das Make-up runterreißen würde. Und wenn ich es halt anders mache, dann rutscht mir das immer so schnell.
Ja. Aber es ist ganz cool, wenn man sich das anders macht, zum Beispiel, wenn man sich schminkt oder wenn man eine Maske aufträgt. Und dann haben wir hier etwas Le Collier de Plage. Oh, hier ist irgendwas mit einem Collier, ist immer Halskette, ne? De Plage qui ne fait pas d'ombre à votre bronzage. Dein romantisches Bijou für einen endlosen Sommer. Mhm. Okay, cool. Interessant, in so einem Zumachding. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Das ist echt hübsch, ne? Das ist halt goldfarbener Schmuck und da ist eine Muschel dran. Dein romantisches Bijou für einen endlosen Sommer. Wenn wir uns diese zarte Muschel ans Ohr halten, hören wir nicht direkt das Meeresrauschen. Dafür ist sie viel zu klein. Doch sie erinnert uns an all die Strände, wo wir die Zehen in den Sand gestreckt und den herrlichen Geruch frischer Seeluft genossen haben. Kleine Nixe, hörst auch du vielleicht doch das Meeresrauschen? Gucken wir mal. Das finde ich ja cool. Halt hier so festgeklebt, weil ne, sonst fliegt das wahrscheinlich auch durch die Gegend. Das ist eine etwas längere Kette. Die ist nicht einfach nur so ein Choker oder sowas, sondern die ist halt wirklich, es ist eine längere. Oh. Meine Damen und Herren, ich zeige euch das erstmal von nahem. So, das hat hier halt diesen Anhänger, ne, diesen goldenen Anhänger. Und da ist dann die Muschel. Die hat auch gar keine Schließe oder sowas. Nö, die musst du schon so rum. Die geben. Ja, und wenn man dann halt irgendwie so ein sommerliches Top anhat oder ein Kleidchen oder so, dann wird es auch ganz gut aussehen dazu, ne? Finde ich ganz hübsch, doch. Das ist eine coole Nummer. Ich mag auch gerne so lange Ketten. Da bin ich einfach Fan von und das sprüht dann jetzt so ein bisschen den Sommer aus. Kann man jetzt in der Kamera dann wahrscheinlich leider nicht so unbedingt sehen. Ja, aber genau, finde ich cool. Doch, das finde ich echt klasse. So, dann haben wir hier noch ein Säckchen mit dabei. Das ist halt wirklich hier gerade sehr aufregend, weil du sehr viele verschiedene Täschchen hast und Säckchen und hier und da. Und hier haben wir Abschminkpads drin. Das finde ich auch klasse. 3 Stück wiederverwendbare Abschminkpads. Habe ich nur noch. Ich habe ja gar nicht mehr diese Watte-Abschminkpads. Ich habe noch eine Packung, die ich aufbrauche für meine Fußnägel, ne, wenn ich die ablackiere. Und danach werde ich halt auch irgendwie was anderes verwenden. Oder für meine harten Nägel allgemein habe ich das ja eigentlich. Und das hier, das ist sehr, 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 sehr cool. Von innen ist das scheinbar flauschig, aber da kommt es ja nicht bei. Und von oben hat das halt so eine Oberfläche. Muss ich gucken, ob man sich da überhaupt richtig gut mit abschminken kann. Von der Verarbeitung kann man drüber streiten, ne? Ist nicht ganz so meine Welt. Finde ich nicht so schön verarbeitet. Da hat zum Beispiel die liebe Judith mir deutlich schönere selber genäht. Und ja, ne? Also doch auf jeden Fall eine coole Nummer. Werden getestet. Finde ich klasse. Doch, also dass sie mit drin sind, weil Nachhaltigkeitsgedanke und so. Und du hast halt wieder ein Täschchen, wo du was reinmachen kannst und was du aufbewahren kannst. Das finde ich auch toll. So, und jetzt haben wir hier noch eine Box mit drin. Sieste à l'ombre. Das hier ist ein... Ach, guck mal, hier steht's. Diese Maske entführt dich, wohin du willst. Man munkelt, dass man unter dieser blumigen Maske besonders gut von fernen Orten träumen kann. Wie wäre es mit einer kleinen Sieste im Schatten, umgeben von uralten Bäumen? Schließ deine Äuglein und lass dich fallen. Das kann man so rausschieben. Da ist dann wohl eine Schlafmaske drin. Ja, Schlafmasken habe ich jetzt schon tatsächlich einige, deswegen wird die auch nicht bei mir bleiben, aber die ist ganz süß gemacht. Doch, das gefällt mir. Also dieses Blumenkram da vorne drauf und hier hinten, es ist richtig schön weich. Super angenehm und das hier ist so ein flexibles Band, das feiere ich auch total, das finde ich echt klasse. Und ja, auf jeden Fall eine schön gemachte Geschichte. Kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn man irgendwo in ein Zeltlager fährt oder so, da kann man so eine Maske gut gebrauchen und deswegen passt es für mich, also aus meiner Erfahrung her oder aus meinem Leben her, einfach zum Sommer auch dazu. Ich habe damals als Gruppenleiterin auch an Zeltlagern teilgenommen, das war immer ziemlich cool und ja. Sowas erinnert mich dann tatsächlich daran zurück, auch wenn ich nie dort eine Schlafmaske getragen habe, weil ich als Leiterin immer so dermaßen müde war, weil ich vielleicht pro Nacht 3 Stunden Schlaf hatte, wenn es hochkam. Aber gut, so viel dazu. War eine ziemlich coole Box. Also wir haben einige Essentials, also wir haben Accessoire 1, 2, 3. Das hier ist ein Beauty-Produkt, aber halt auch irgendwie ein Beauty-Helfer, um das mal so zu sagen. Dann haben wir die 5 Kosmetikartikel, den Clinique Blush, den ich hardcore feiere. Also für mich eine wirklich, wirklich geile Box. Es waren übrigens 6 Produkte. Ich habe das nämlich zur Seite gestellt. 6 Beauty-Produkte. Dann haben wir natürlich auch noch hier die
Tasche, wo alles drin war, die man safe auch ganz normal, ne, weiterverwenden kann und die einfach gut ist. Die kannst du dann so einfach im Hotel hier aufhängen und hast dann alles dabei und griffbereit und das finde ich echt klasse. Also für mich eine wirklich gelungene Sommerbox. Das Ganze schreit auch Sommer und deswegen hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe hier am Anfang auch schon mal meinen Gutscheincode eingeblendet, mit dem kannst du 5 Euro sparen. Blende ich hier auch nochmal ein, schreibe ich auch nochmal in die Infobox rein. Das war eine richtig geile Box, also mir hat die richtig gut gefallen und ich denke, dass man da auch eine breite Masse mit ansprechen kann und viele Leute mit glücklich macht, oder? Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. Dann können wir uns da vielleicht mal ein bisschen austauschen. Was hättet ihr euch mehr gewünscht, was weniger und so weiter. Ne? Lasst uns einfach austauschen. Und ja, mir hat es gefallen. Ich hoffe, dir auch. Und ich hoffe, dir hat das Video vor allem gefallen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!